Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 6 mit dem lieben GCG. Hallöchen. Und ich darf mich auf Krieg vorbereiten. Ich habe jetzt ein Fort. Ich bin gerade ein Fort am Bauen. Okay. Vielleicht sollte ich dann noch ein zweites bauen später. Ich glaube, du solltest vieles bauen, mein Lieber. Ja. Ja. So, der Frachter bringt 12.000. Pausieren. Das heißt, ich baue nämlich noch ein Fort. So, Trading. Baue zwei Forts. Oder sollte ich noch ein drittes bauen? Keine Ahnung, so viel wie du leisten kannst, würde ich sagen. Ich glaube, der Krieg heiligt die Mittel. Definitiv. Oh ja, auf geht's. Sieht mittlerweile so aus, als ob ich jetzt wieder Profit mache. Ah, da sind mir 2000 abgezogen worden. Man weiß nicht wieso. Hohe Priorität. Hohe Priorität. Hohe Priorität. Okay, was habe ich denn jetzt alles Neues bekommen? Ich habe noch knapp 550 Tage für den Krieg, um mich vorzubereiten. Die Frage ist halt, wie lang wird der Krieg sein, ne? Ja, wie viele Ressourcen die überhaupt reinbringen wollen, ne? Vielleicht denken sie sich auch mehr. Wird nur so ein kleiner Itzi-Bitzi-Angriffskrieg. So, komm schon, nächster Frachter. Blueprints für alles, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Jetzt haben wir übrigens ein bisschen Geld bekommen. Oh, jetzt haben wir ordentlich viel Geld bekommen. Das gefällt mir schon mal. Was? Ich bin jetzt wieder bei 20.000 und jetzt wieder minus 5.000. Irgendwas ist da wieder weggegangen. Das zeigt leider nicht, was es abschließend gibt. Das wäre ganz praktisch zu wissen, wo das Geld hingeht. So, Trade haben wir schon. Ja, hier Bananen. Mit Geld, das ist mir gerade wichtiger. So, haben wir dann schon. Können wir vielleicht noch mehr Planken haben, Leute? Okay, hier nochmal. So, Frachter bringt 8600 rein. Auch mehr Frachter. Vielleicht bräuchte ich auch einfach noch eine Handelslizenz mehr. Eine Destillerie. I'm so glad I made this deal with you, Presidente. So, okay. The bigger they come, the better they are, right? I'm talking about buildings, construction work. Nicht auf Lager, Zucker. They call me the broker. They call me. Kann ich nicht. Okay, ich kann noch gar nichts mit dem machen. Was kann ich hier machen?
Peace must be earned through superior firepower. You can't pray for national security. You have to take it from the barrel of a gun. As long as you're at the right end of it, of course. It's not about guns or prayers, Presidente. It's about doing what's right. And doing what God wants is always right. What does he want? Well, I have a few suggestions. So. Broker schickt Entwicklungshilfe. Der Broker schickt Entwicklungshilfe? Ich hab den Broker doch noch gar nicht freigeschaltet. Oder bist du hier der Broker? Nee, ich bin da. Die Achsenmächte schicken mir auch die ganze Zeit Geld. Also. Ja gut, ich hab die Achsenmächte ja bei mir noch nicht drin. Oh, ich hab die Hälfte der Zeit verbraucht, um mich auf den Krieg vorzubereiten. Wie sieht's denn bei dir aus? Da gucken wir mal rüber. Wo haben wir denn irgendwelche militärischen Einrichtungen bei dir? Ah, da sehe ich schon mal die ganzen Türmchen. Und hier rechts nehme ich mal diese großen Sachen. Ja. Und da hinten ist noch einer. Ich hoffe, dass die einfach alle noch rechtzeitig fertig werden. Bringt es mir was, mehr Docks zu haben? Das sind keine Docks, das sind nur Fischereihäfen. Ah, okay. So. Okay. Meine Kolonialzeit ist bei 5 Monaten eingefroren. So, komm schon, liebes Schiff. Bring mir Geld. Genügend, dass ich mir eine neue Handelslizenz kaufen kann. Wie komme ich denn an Blaupausen am besten? Presidente, your aid is appreciated. With your help, we'll double our. Ich kann mir eine neue Handelslizenz kaufen. So, neue Handelslizenz. An Blaupausen. Ja, wie komme ich da am besten ran? Gute Frage. Protest. Wo ist die Demo? Was ist die Demo? Ja. Ich möchte vielleicht mal ein paar Militärgebäude so langsam, ne? Zucker. Ja, sonst finde ich das Dungeon. So, Wolle. Krone belegt Tropico mit einem Embargo. Schon wieder. Ist nicht so gut aus. Nö. Wo ist denn meine Rum-Distillerie? Wechseln. Da. Okay, ich brauche mehr Zucker. Das ist eine Plantation. Zucker. So, wie sind meine Ausgaben? Wirtschaft. Meine Ausgaben sind derzeit geringer als meine Einnahmen, aber meine Einnahmen sind so gering. Löhne. Wie kann ich die Löhne denn runterschrauben? Was kann ich denn gegen den in der Demonstration machen? Du kannst alle erschießen lassen. Ja, vom Fort irgendwie niederknüppeln lassen oder so. Wollen wir das machen? Kannst du machen. Also ich habe noch 120 Tage bis zu meinem Untergang. Es war mir ein sehr schönes Let's Play, Erik. Oh, du wirst gleich. Ich werde gleich. Möchtest du zugucken, wie ich dem Erdboden gleich gemacht werde? So. Und ich habe sie einfach bestochen. Wann kommen sie denn zu dir? Wann kommen sie? Bald. Was heißt denn in bald? 90 Tagen.
Das ist echt nicht viel. Ich pausiere nochmal wieder. Das würde sich nicht so. So. Kann ich noch irgendwas zum Thema machen? Noch einen Wachturm. Und ich mache noch einen weiteren Wachturm. So, jetzt werden wir sehen, ob meine ob meine Vorkehrungen genug waren. Ich denke, sobald wir mit der Aufnahme fertig sind, werde ich mal ein Spiel alleine spielen, damit ich einfach nochmal ein bisschen die Ahnung kriege, worum es in dem Spiel geht. Einfach mal ein Singleplayer-Spiel machen. Genau. So, ja, das heißt, jetzt geht's bei dir gleich los, ne? Ja, noch. Ich mach mal ganz schneller, dann dauert es nicht mehr so lange. Der Broker schickt Entwicklungshilfe. Ja, die Eden machen wir nochmal ganz kurz. Hier oben, zack. Also ich meine, du hast 1, 2, 3, 4, 5 Wachtürme. Da links. Ist ein bisschen blöd, wenn sie oben landen würden, ne? So. Bei einer, wenn so. Ja, gut, aber da ist ein Berg, da. Die Tropico wird von Krone angegriffen. So. Da bin ich mal gespannt. Da. Und sie kommen genau dort an, wo du sagst. Fick dich. Wobei, da steht, wenn ich draufklicke, steht da Infanterie Trainer. Ja, die Infanterie ist auch auf dem Weg. Jetzt wird's nur witzig. Die werden nämlich. Das Ziel von denen ist die Baracke. Die auf der. Wo sind denn die. Ich sehe keine Kronen. Die sind hier nur deiner. Du siehst meine, die gerade über die Insel laufen, ne? Ich sehe am Strand da welche, aber da stehen auch deine bei mir. Die da am Strand da lang laufen. Ja. Die sind von der Krone. Okay, bei mir steht nämlich ein von dir. So, ich mache ein bisschen Geld im Hintergrund. Schlimm ist, meine Leute haben noch einen extremst langen Weg vor sich. Laufen die jetzt durchs Wasser? Ah ne, die laufen da am Rand lang. So, okay, deine Typen verstecken sich gerade im. Alle sind auf der Straße. So. Wird es gleich den ersten Konflikt hier geben, ne? Aber wenn es nur die ja. Paar sind, dann solltest du die ja easy fertig machen, oder? Ja, sollte. Oh, da ist die Schießerei. Presidente, I am inspired. Oh. I have solved the Ach so, mein Palast wird auch angegriffen. Uiuiui, das sieht nicht gut Aber aus. Wir scheinen die Oberhand zu haben. Na, dann wünsche ich dir da mal viel Glück. Ich muss kurz um meine eigene Dings kümmern, sonst geht das Ganze schief. Tropico wird von die Krone angegriffen. Das Gebäude ist beschädigt und repariert sich selbst. Ist doch ganz gut. So, da kommen meine. Und jetzt gibt's einen Kampf. Jetzt bin ich auch zum ersten Mal am Negativen gemacht. Jetzt gucken wir mal, wer gewinnt. Die schießen einfach und die Straßenfahrzeuge fahren immer noch mitten durch. Ich glaube, ich habe die Oberhand. Ja!
Hast du gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. Du bist unabhängig. Ja, ich bin unabhängig. Jo, ist doch nett. So, wir machen natürlich wieder alle Bürger und wir Soldaten benötigen keine Bildung. Wir machen eine Miliz. Gut. Damit freue ich mich. Damit sind